Und wir haben es geschafft. Wir haben die Fregatte Selma erobert. Wunderbar. Und ja, wie auch bereits schon in der letzten Folge, hier ist das wichtige Dokument, das wir ja für den Gouverneur von New Orleans brauchen. Ja, wie bereits schon in der letzten Folge erwähnt, muss ich das jetzt hier nachkommentieren und ich werde auch diese Aufnahmesession zusammenschneiden, weil, ja, das ist etwas, das ich nicht so gerne mache, nachkommentieren, weil, ja, es passt halt einfach nicht so. Ich muss dann quasi auf das reagieren, was ich mache und ich kenne meine einzelnen Gedankengänge, die ich jeweils habe während dem Let's Playen. Kenne ich da gar nicht, aber was hier, ich vergleiche zum Beispiel jetzt hier, vergleiche ich die beiden Schiffe, also wir haben ja das Kanonenboot Sumter, das ja sich mehr schlecht als recht gegen die Black Pearl, das ist ein Rider, also ein Blockadebrecher, nehme ich an, hat sich da ziemlich schlecht geschlagen und die Fregatte ist doch ein bisschen stärker, jetzt rein von der, wenn man ganz links oben in der Mitte da das Schild sieht, von der Panzerung 3500, wir haben 1000, also ja, die ist doch, oder auch hier 2500 bei den Segeln, die ist doch ein bisschen stärker, hat sogar noch einen größeren Laderaum und deshalb entscheiden wir uns, das Schiff zu wechseln. Die Sumter wird verkauft, aber wir nehmen uns natürlich noch ja, so viel als möglich von unserem alten Schiff mit und wir merken gerade in dem Moment, dass es vielleicht doch nicht alles Platz hat. Und ja, jetzt müssen wir Prioritäten setzen oder was wir behalten wollen und was ja, wir quasi mit dem Schiff verkaufen. Und ja. Überlegen. Ja, okay, wir entscheiden uns das so zu machen. Gut, und jetzt Auktion. Ja, Auktion. Ja, und das ist sie, die Fregatte Selma. Und jetzt schippern wir in Lichtgeschwindigkeit zurück zum Gouverneur von New Orleans und geben die Mission ab. Hast du das Paket? Ja, hier ist es. Danke. Verlassen. Und was der Gouverneur nicht sagt, was ich aber dank meiner hellseherischen Fähigkeiten schon weiß, das ist die letzte, das war die letzte Mission von ihm. Und ja, ich habe keine Arbeit für dich, also er wird auch in Zukunft keine Arbeit mehr haben. Und jetzt mit unserer neuen Fregatte nehmen wir die Mission des Gouverneurs von Havanna an und greifen die Black Pearl an. Sehr schwer. Ich zögere noch, ihr merkt, ich habe Angst, aber dann entscheide ich mich doch, das Wagnis einzugehen, aber so. Und jetzt darf ich die Schlacht gegen die Black Pearl quasi nachkommentieren und ich werde es wie bei der letzten Folge machen. Ich werde mehr analysieren, was ich für Fehler mache. Also hier entscheide ich mich ja mit der Kanone und, ah nein, ich habe alle. Die Raketen sind natürlich besonders wichtig. Gatling und, also die, Entschuldigung, die Raketen, ja. Und Gatling und Kanonen für den Nahkampf. Dort hinten kommt schon die Black Pearl. Und wir schießen auch schon mal eine Salve Raketen auf sie ab. Von welchen allerdings keine einzige trifft. Da war der Winkel wieder einfach mal besonders schlecht gewählt von mir. Aber ihr seht, jetzt ist eine gute Position eigentlich. Jetzt müsst ihr, ja, wir treffen sie sogar. Wunderbar. Ja, und ja, jetzt schießt sie auf uns. Aber ihr seht, wir haben unsere Panzerung. Also wir haben das Schiff natürlich abgegradet zwischenzeitlich. Also das quasi, ja, ich habe die, wie bereits erwähnt, die Aufnahmesession zusammengeschnitten. Und ja, das Upgraden, das habt ihr auch schon, weiß ich wie viele Male gesehen. Und ja, jetzt geben wir eine volle Breitseite und schießen auch noch mit unserer Gatling. Schade, dass die Tonaufnahme nicht aufgenommen worden ist. Also den Kommentar, meinen überflüssigen Kommentar, auf den hätten wir noch verzichten können. Aber eben die Tonaufnahme des Spiels, das ist wirklich traurig. Nein, ui, was war jetzt das? Mann, die Raketen sind schon... Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob der... die upgraded, es gibt ja Upgrades von den Waffen. Ich glaube, der hat die upgegradeten Raketen, ja.
Aber jetzt ist das eine gute Position, von der wir jetzt schießen. Und wie ihr seht, haben die Raketen auch voll ins Schwarze getroffen. Noch einmal eine volle Breitseite. Und noch mit der Gatling. Ja, jetzt haben wir sie bald enterbereit. Jetzt nochmal eine volle Breitseite. Und mit den Raketen direkt vor den Bug. Aus dieser Distanz kein Problem. Ihre Raketen treffen uns selbstverständlich auch. Aber jetzt sollten wir sie dann doch soweit haben. Jetzt nochmal eine volle Breitseite. Und nochmal eine Rakete. Oder mehrere, besser gesagt. Wumms. Und noch mit der Gatling. So, jetzt können wir sie entern. Wunderbar. Ist doch gar nicht so schwer. Und jetzt das Entern wieder geschnitten wegen der Splatter-Effekte. Begegne unserem Captain, sein Name ist Beltrop. Ich bin King Kong. So, und jetzt müssen wir da gegen den Captain. Ui, der schlägt uns gerade die Klinge aus der Hand. Und jetzt müssen wir uns ihm im Faustkampf begegnen. Und Gong! Ja, Beltrop schlägt mit einer harten Linken, aber wir können ihn abwehren. Er schlägt nochmals und oh, es gibt einen Abtausch. Oh, er schlägt uns voll in den Bauch. Oh, und er gibt uns voll eine auf den Kopf. Aber wir schlagen ihn in die Luft und er schlägt nochmals voll zu. Aber wir können ihn blocken. Wir traktieren ihn mit Schlägen. Und wir blocken und er schlägt und wir blocken und während er ausholt, taktieren wir ihn mit Schlägen. Wir haben ihm schon ein Viertel seiner Energie, haben wir ihm genommen. Und er schlägt weiter gegen unsere gut platzierten Block. Und während er ausholt, nutzen wir dass er abgelenkt ist und schlagen zu und ja, er hat gegen unsere schnell platzierten Schläge einfach keine Chance, auch wenn er immer und wieder einen Treffer gegen uns landet. Er hat schon mehr als die Hälfte seiner Energie eingebüßt und er kommt an unseren Blocks einfach nicht vorbei. Jetzt ist ihm ein Treffer gelungen, aber wir haben ihm schon zwei mehr verpasst. Oh, das hat wehgetan, aber oh, jetzt wir schlagen und schlagen. Oh. Seine Energie nimmt immer mehr ab. Er wird langsam schwächer. Aber wir blocken seine letzten verzweifelten Schläge ab. Oh, jetzt hat er uns in den Magen geschlagen. Das tut natürlich höllisch weh. Aber wir haben ihn fast schon bezwungen und er holt voll aus. Und der Schlag geht daneben. Und er hat fast keine Energie mehr. Wir haben ihn fast bezwungen. Wir blocken und jetzt schlagen wir ihn K.O. Wir gewonnen! Ja, und wir haben die Black Pearl erfolgreich gekapert. Und das ist die klassifizierte Fracht, auf die der Gouverneur von Havanna so scharf ist. Und ein Scharfschützengewehr. Wow, dass dieser Treffer scharf und Scharfschützengewehr. Das war wirklich geglückt. So, das Henry Rifle, das brauchen wir nicht mehr. Also legen wir es zurück. Nehmen dafür das Scharfschützengewehr, das leider keinen Platz hat. Aber wir räumen die Munition beiseite und es hat immer noch keinen Platz. Jetzt entscheiden wir uns, noch eine Munition beiseite zu rücken. Und jetzt hat es auf einmal Platz in unserem Inventar. Ja, was machen wir mit den Viagra-Pillen? Ah, zu viel, was eigentlich überflüssig. Komm, wir schmeißen die weg, denn Bewaffnung ist uns wichtiger. Ja, der große Verbandskasten, der kann ruhig bleiben, wo er ist. Ja, die Viagra-Pillen noch mehr. Weg und wir nehmen den zweiten Verbandskasten. Ja, Munition brauchen wir eigentlich auch nicht, haben wir auch schon genug, aber wir nehmen die Viagra zurück. Ah, vielleicht doch nicht ganz so schlecht, aber ah, was nehmen wir? Munition oder Viagra? Was ist wichtiger? Oh nein, diese Entscheidungen immer. Oh nein. Ah, es ist wirklich schwierig, sich zu entscheiden. Oh, was ist wichtiger, die Viagra? Also sind übrigens keine Viagra, das sind so Energie. Ja, die füllen die Energie auf, aber weniger als Verbandskästen. So, und die klassifizierte Fracht muss natürlich auch mit. Sonst war das alles für die Katze. So,
Munition und Viagra eingesackt und ich glaube, jetzt reicht's. Mehr hat nun wirklich nicht mehr Platz. Ja. Ich glaube, wir können beenden. Wunderbar. Und jetzt, was haben wir denn da? Eine Kenneth-Dampfmaschine. 30 Geschwindigkeitsbonus, Überhitzung 24 Sekunden. Ja, dann nehmen wir natürlich die Kenneth. Die ist natürlich besser als die andere, die wir hatten. Ja, und müssen wir ein bisschen Ordnung machen. Das ist wieder ein Saustall in diesem Stauraum. Das ist unglaublich, du. Und schau mal, die Zitronen, die sind sogar... Der Korb ist umgeworfen. Was... eine Riesenhaubitz. Eben, das sind die, habe ich ja schon gesagt, aber die haben leider keinen Platz. Aber das wäre die Riesenhaubitze. Das ist quasi die verbesserte Variante der Haubitze. Und der Raketenwerfer sieht geradezu mickrig aus dagegen. Ja, jetzt vergleichen wir natürlich. Ja, es hat immer noch keinen Platz. Ich glaube, wir müssten irgendwas opfern. Ja, es ist auch der Zusatzbalken, der bei dem Händler immer erscheint. Erscheint hier komischerweise nicht. Ja, komm, wir stellen die einfach mal auf die Seite. Wird schon nichts rausfallen. Und jetzt hier da, die Haubitze hat Platz. Ja, Raketen weg. 14, wir nehmen nur vollständiges Material an. Jo, und was noch? Ja, können natürlich dann noch ein bisschen schieben. Ja, die rote Munition für die Haubitze nehmen wir auch mit. Raketenwerfer, ja, das ist eigentlich gut. Vergleichen eben die Black Pearl ist natürlich der Fregatte abermals deutlich an Trefferpunkten überlegen. Hat sogar eine größere Mannschaft. Ja. Und ja, eben unsere, also die Fregatte Selma, die kostet 27.000 verkauft und die Black Pearl würde 61, also mehr als das Doppelte geben. Also ich weiß gar nicht, was ich da noch lange überlege. Das nehmen es eh. Hey Mann, es ist die Black Pearl. Ja, und wir ja, begutachten das Ganze noch einmal. Aha, sehr gut. Ja. Und jetzt wechseln wir das Schiff. Wir verkaufen die Selma, beziehungsweise schauen mal. Ah ja, genau, jetzt fällt uns ein, wie wir haben eigentlich vorhin alles für die Katze gemacht, denn wir müssen jetzt wieder alles wieder zurücknehmen. Ist aber auch nicht schlecht. Da können wir nämlich nochmal schauen, was wir wirklich brauchen und was wir nicht brauchen. Ja, Raketen behalten wir diesmal, auch wenn es nur 14 sind. 25 wäre besser, aber vielleicht kommt uns... Ja, jetzt haben wir es gemerkt. Jetzt kommt die 25er rein. Die Dampfmaschine geht zurück und noch eine 25er Rakete. Genau. Den geben wir weg. Wir haben hier schon einen Raketenwerfer. Dafür nehmen wir die Zitronen und das Papier oder Segel oder was das immer ist. Den Rum natürlich. Die darf natürlich nicht fehlen. Das Wichtigste, dass wir hier... das Wichtigste Gut ist ja der Rum, oder? Das ist ja klar. Ja. Ich würde gar nicht so lange überlegen. Ich werde die Haubitze eh nicht verwenden, weil sie... Ja, weil ich sie nicht mag. Ich habe lieber die Raketen und die Gatling und die Bordkanonen, jo. Aber, ja. Gut. Fertig. Ja. Und Auktion, die Selma wird verkauft. So, Selma ist verkauft und ja, jetzt geht es auch wieder weiter mit quasi in Anführungs- und Schlusszeichen Live-Kommentar. Bewundert hier nochmal die Black Pearl, unser neues Schiff. Hast du die Black Pearl geändert? Wo ist die Fracht? Ja, hier ist deine Fracht. Exzellent, von jetzt an scheint es, ich werde keinen Job mehr für dich haben. Danke und lebe wohl. Und übrigens, der Gouverneur von New Orleans wird auch keinen Job mehr für dich haben, nur dass du es weißt. Ah, okay. Dankeschön und tschüss. Mach's gut. Bye bye.
Ja, hallo, zurück zu Let's Play North and South Pirates. Und ja, wir haben alle Missionen des Gouverneurs von Havanna erledigt, haben ein neues Schiff, die sagenumwobene, und ja, es ist kein Scherz, die Black Pearl. Und was machen wir jetzt? Wir gehen mal in die Werft und kaufen uns für unsere neue Haubitze Munition. Ich hoffe, die geht auch. Wir haben jetzt eigentlich fast keinen Platz mehr für Handelsgüter, aber ich glaube, wir haben ja jetzt eigentlich genug Geld, und ja, wir können ja Handelsaufträge mit einzelnen Gütern, die geben ja auch relativ Kohle. Und sonst können wir einfach gegnerische Schiffe quasi entern und verkaufen. Genau, das wäre eigentlich auch eine. Genau, das wäre eigentlich eine gute Idee. Das werden wir jetzt gleich tun. Wir werden jetzt einfach gegnerische Schiffe entern und die dann verkaufen. Und zwar das erste US-Schiff, das uns begegnet, wird angegriffen, egal was es für ein Schiff ist. Denn jetzt haben wir die Black Pearl, jetzt sind wir unbesiegbar. Da, der Blockadebrecher Georgiana. Attacke! Ui, schau mal das Schiff. ja. Du kommst hier hin, du kommst hier hin. Ah, wir haben schon wieder neue Talente. Glückspilzschütze. Ladegeschwindigkeit eines Schiffes. Nehmen wir Charakter. Na komm. Das muss paritätisch sein. Genau, und beim Schiff, den nehmen wir auch noch. Nein, komm, den nehmen wir nicht. Wir nehmen lieber den. So. Und wo ist der Gegner? Ah, da hinten kommt er. Der hat auch eine Haubitze, aber ich nehme an. Ja, das dachte ich mir schon. Möchte den nicht zu stark beschädigen. Wir wollen den ja, verkaufen. Ah, okay. Ups, was war das? Das war die Maus. Die Maus ist runtergefallen. So, und jetzt gibt es wieder Schnitt.